Medieval mit Raul Korner und mit Kapitän Bastian Doric. Und wir beginnen bei dir, Raul, mit deinem Statement zum Spiel, bitte. Ja, Glückwunsch an mein Team zum, glaube ich, sehr deutlichen und auch über die meiste Zeit sehr souveränen Sieg. Es gab eine Phase im zweiten Viertel, wo wir einen Hänger hatten und da mit Unkonzentriertheiten den Gegner ein bisschen Luft haben schnuppern lassen. Das kann gegen andere Gegner bitter in die Hose gehen und die Lektion haben wir aber in der zweiten Halbzeit gelernt, da haben wir die 20 Minuten durchgezogen. Daher bin ich sehr froh, mit welcher Art und Weise wir hier für klare Verhältnisse gesorgt haben. Wie gut war es, dass heute keiner großartig mehr als 20 Minuten spielen musste? Naja, es ist oft, also gerade in solchen Partien, manchmal die schwierigste Herausforderung, weil dann so Typen wie Basti kaum vom Feld zu zerren sind, weil sie so viel Spaß haben am Spiel. Unsere Ausgeglichenheit, glaube ich, ist da schon ein großes Plus in einem Bewerb, wo es dann auch einmal deutlicher wird. Wenn dann auch jeder produziert, kann man spielen. Also es gibt keine Minuten zu verschenken. Ich glaube, man hat auch gesehen, dass wenn dann Leute konzentriert waren, dass dann auch relativ schnell wieder gewechselt wurde. Aber letztendlich kann man dann jeden reinen Gewissens da hinausstellen und jeder letztendlich dann auch einen guten Job gemacht und zu einem deutlichen Sieg beigetragen. Ja, Kapitän, dann dein Statement. 8-6-9, Punkte, 6 Rebounds, 9 Assists, 5 Minuten länger, das wäre vielleicht ein Triple-Double geworden. Naja, also ich weiß nicht, ob ich noch 5 Minuten länger durchgehalten hätte. Bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber es hat Spaß gemacht, heute zu spielen. Ich denke, 35 Assists, glaube ich, zeigen auch, dass wir wirklich den Ball gut bewegt haben. Und als Mannschaft gespielt haben. Und ich glaube, das hat man auch in den letzten Spielen gesehen, vor allem in den letzten beiden Siegen, dass wenn wir den Ball bewegen, wenn wir füreinander spielen, dass wir eine gute Mannschaft sind. Und noch dazu, denke ich, haben wir heute auch ganz passabel verteidigt, was ja auch nicht immer der Fall war. Von daher, denke ich, können wir ganz zufrieden sein mit der Leistung heute.